Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge am heutigen Sonntag. Schön, dass du dir die Zeit wieder nimmst und hier einschaltest, um mir hier zu folgen auf meinem Kanal. Vielen Dank dafür. So. In der letzten Folge hat mir angefangen, hier die Paletten hier zu laden. Übrigens, heute Abend gibt es auch noch einen weiteren Livestream. Um 19.30 Uhr gibt es dann Let's Map. Wer Zeit und Lust hat, kann da gerne da mal reinschalten. Auf Twitch. Twitch LS Farm Manager TV. Und ja, ich würde mich freuen, wenn auch da mal reinschaltet und mir ein bisschen Gesellschaft leistet beim Modden. Ich kriege auch noch Schweinefutter her, ne? Melzerei produziert Schweinefutter. Die Mosterei ebenfalls. Hier sind 38 Paletten drin. Jetzt geht das hier wieder nicht. Oh nee. Warum habe ich denn eben eine hier übersehen? So, Holzstamm. So, leere Rohstoffe 1. Die hat kein Diesel. Ah, jetzt. Die ja schon mal gefunden. So. Hier runtergehen. So, Holzstamm. Leere Rohstoffe 0 von 2, 0 von 2 aktive. Sind alle aktiv. Super, und wo ist die jetzt? Mensch. Das ist die. Das ist die vorne. Das ist die da hinten. Das ist die da vorne. Das ist die da. Könnte das sein, dass es die hier ist? Können wir jetzt sehen. Ne, die war nicht. Okay. Die war es also schon mal nicht. Die hier? Ne, die war doch nicht. Oh mein Gott. Jetzt die richtige hier zu finden. Jetzt müssen wir nochmal hier durchgehen. So, zack, das ist die erste. Was ist hiermit? Nein, diese doch nicht. Oh mein Gott, ey. So, mal gucken. Was ist hiermit? Ach, das waren die, wo wir gerade drauf waren, ne? Der eine oder andere wird es mir sicher schon aufgefallen sein. So, hey, was machst du? Wer ist hier unten nochmal irgendwo Holzstamm? Ist da irgendwie eine Begrenzung oder so? Oder warum finde ich die jetzt hier nicht? Die kann das auch nicht sein. Die kann das auch nicht sein. Der ist recht nicht. Oh mein Gott, ist das ein Käse jetzt hier? So. Warum funktioniert dieser Trigger hier nicht? Das verstehe ich nicht. Also richtig Paletten da drin und ich kriege sie nicht raus. Auch hinten die nicht, wa? Doch, da hinten ist ja. Gleich geht's gleich. Ah, guck. Nehmen wir jetzt erstmal die Paletten. Hier stehen ja noch ein paar. Ist ja nicht so, dass wir ja, Langeweile hätten oder so. Dass wir keine Paletten hätten. So ist es ja nur mal halb nicht.
ich gerade gerne mal gucken möchte, ist hier ein Zentrallager, Werkstofflager. So, Werkstoff. So, wo haben wir hier unsere Holzstamm? Da haben wir sie doch. Ah, der ist noch am Verarbeiten. Der ist im Eingang, hat er hier, ne? 400.000 Liter und die sind noch nicht hier drüben. Daher kann er die anderen noch nicht annehmen. So, Autostart ist aber an und Status ist aktiv. Also irgendwann wird da mal was passieren. Ich sag mal, ich glaube, ich muss das mal für meine Zwecke mal ein bisschen umbauen, das Zentrallager, dass es halt eine gewisse Kapazität hat und die ein bisschen größer ist. Also ihr seht ja, ne, das geht hier ganz schnell, zack, 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 ist das Zentrallager voll und dann geht da nichts mehr. Weil die können wir jetzt nicht ins Zentrallager bringen. Das dauert mir ein bisschen lange. Ja, wir verbringen also den Sonntag heute damit, hier Holzstammpaletten durch die Gegend zu fahren. Ja, von aus, dass wir jetzt, ja, vielleicht in der Woche das dann doch nochmal, mal gucken. Vielleicht will ich auch warten bis zum Livestream, mal gucken. Also da hinten den Walter, wo da die Schafe sind, die ja da noch umziehen sollen, dorthin. Ich habe gar nicht so gecheckt, ob das überhaupt da wirklich dahin passt, naja. Mal gucken. Ich sag mal, dieser Weg ist ja echt sehr nützlich, um von Nord nach West zu kommen. Ja, nochmals die Information, also heute Abend bin ich wieder live, bin ich wieder online. Wer also Lust hat und Punkte sammeln möchte, der kann also auch heute Abend wieder gerne mir auf Twitch folgen. Ich sage es nochmal für diejenigen, die gestern nicht im Livestream dabei gewesen sind. In Zukunft werde ich nur noch auf Twitch streamen. Als einfach da mal, ja, ich sag mal, ne, was denn die Unterhaltung anbelangt, ja, die Möglichkeiten, die es dort im Livestream gibt, die sind einfach Twitch, wie ich finde, ja, also gibt es mehr Möglichkeiten, da kann man mehr machen und da kann man auch ein Stück weit, ja, das auch ein bisschen koppeln, wer einem halt ja, mehr folgt, bekommt mehr Punkte
Und ja. Fahren wir erstmal hier in die Försterei. Mal gucken, wenn wir hier zwischen. Da passt. Wunderbar. 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 Genauso habe ich mir vorgestellt. Ah, okay. Das war dann mal der falsche. So, ich habe mich schon gewundert. Ich denke, hä? Warum geht das jetzt nicht? Aha. Jetzt war er. Ich wollte gerade sagen, warum werden die Baumstämme jetzt hier nicht mehr? Hallo? Muss doch funktionieren hier. Ah, haben wir schon wieder eine gute Million hier drin. Das sieht ja schon mal gut aus. Und jetzt werden wir dann gleich. Warte mal eben so rum. Dann fahren wir mit diesem langen Gespann mal wieder da runter. Ich bin gerade überlegen, ob wir irgendwas mitnehmen könnten. Mosterei. Ich glaube, die Mosterei brauchte noch Obst oder so, ne? Ich meine, wir hätten noch ein bisschen Obst hier ins Lager gebracht. Wenn sie so da hochfahren, dann können wir da noch mitnehmen. Obst, Gemüse, da ist es doch. Ach, das funktioniert sogar, wenn ich hier vor die Tafel gehe. Jetzt, ja, das ist der Klasse. So, dann würde ich mal sagen, nehmen wir mal. Sechs Paletten Äpfel mit. Dann Birne, haben wir eine. Die nehmen wir auch mit. Dann Kirsche, haben wir zwei, die nehmen wir auch mit. Pflaume haben wir nur eine. Nehmen wir die auch mit. Und Tomaten haben wir zwei, die nehmen wir auch mit. Sehr schön. Haben wir alle draußen hier? Ja, wunderbar. Das hat ja schon mal funktioniert, aber warum ist denn die Kirschpalette niedriger als die anderen Paletten? Hm. Jetzt muss ich noch mal gerade in die Mosterei gehen. Braucht die Mosterei sonst noch was? Wenn ich jetzt so am Weg dahin bin, wäre ja ganz gut, wenn man dann die Sachen direkt hier von hier aus mitnehmen. So, Mosterei, Metzgerei, Meyers Manufaktur, Milchfabrik, Mischbutter, Mischbutter, Molkerei, Mosterei. Leere Rohstoffe, 5 Stück. So.
Er braucht Äpfelchen, die bringen wir ihm. Birne, Kirsche und Pflaumen bringen wir ihm auch. So, Tomatensaft. So, Karotten haben wir keine. Ach, die Mosterei braucht Leerpaletten und Papierpalette. Papierpalette. Sind das 12? Und da oben sind es 29. Dann wollen wir mal gucken, ob wir die hier drauf kriegen. Jetzt funktioniert er mit Sicherheit wieder nicht, aber funktioniert. So. ...29 Leerpaletten. Achso, der kann nur 18, ne? Kann das sein? Und dann nochmal 11. Gut. Die sind schon mal ausgelagert. Ach, Papier brauchen wir. Aha. Warum geht das jetzt wieder nicht? Ich hab mal einmal was ausgelagert, geht das nicht mehr oder was? Oh. Mhm. Mein Gott, das ist mal ein wenig nervig, muss man jetzt ehrlich sein. So, Zentrallager, Werkstatt. So, Papier. Wo haben wir Papier? Ja, Papier. So, 12 Paletten. Sehr schön. Zurück. Mhm. Ein großer, bunter Blumenstrauß hier. Aha. Ah doch. Er lädt. Er lädt auf. Sehr schön. Was heißt... Sind jetzt die ganzen Obst und Gemüse und Tralladödel irgendwo hier zwischen, okay? Gut, dann würde ich sagen, wir kommen ja, bevor wir zur Mosterei reinfahren, kommen wir noch an der Pflaumen- und Birnenplantage vorbei. Und dort können wir dann auch die noch auslagern. Bringt das auch noch in die Mosterei. Ach, wunderbar. Das klappt doch. Ach, perfekt. Was ist das denn? Hallo, was ist das denn? Warum gehen jetzt hier ans Paletten fliegen? Hallo? So habe ich aber jetzt hier nicht gewettet. Ich würde mal sagen, der LKW ist mal ein wenig leicht überladen, aber nur ein klein wenig so. Oh, ein bisschen sehr merkwürdig. Naja, gut. Okay. So. Da sind ein bisschen viele Paletten drauf, weil irgendwie sind auch noch welche dazwischen, seht ihr das? Etwas sehr merkwürdig. Fährst du in die erste Kurve, zack, fällt alles zusammen, hey. Jetzt brauche ich die, den Turbo-Modus in dem Pelletswerk vom Fat Anima einzuschalten.
Das brauche ich jetzt auch nicht mehr einzuschalten. Für die letzten Minuten der Folge hier lohnt sich das jetzt auch nicht mehr. Dann biegen wir gleich da vorne wieder links ab. Was mich wundert, ist, dass der auf Feld 51 noch immer nicht fertig ist mit Gülle ausbringen. Kommt aber auch keine Fehlermeldung, gar nichts. Ich will jetzt nicht ins Menü gehen, weil da weiß ich gleich, ne, dann wackeln hier wieder alle Paletten her. Und dann haben wir hier ein richtiges Problem. Der hat mehr Power als der Unimog, aber in der Beschleunigung, hallo, da schläft der mal ein hier. Jetzt hier auf der Strecke nicht mal auf 95 gekommen. Hier in der Innenansicht fahren. Oh, jetzt steht da 247. Seht ihr das da? Also anscheinend scheint das der Kilometerstand des LKWs zu sein, wie viele Kilometer der runter hat. Fällt mir mal so auf hier, dass das hier im Display angezeigt wird. Ist ja mal cool. Aussteigen. Oh, 6 Paletten. Oh. 6 Paletten Birnen haben wir hier schon mal. Das ist schon mal nice. So, ich mache mal hier. Auch 6 Paletten Pflaumen. Ja, wunderbar. Ab damit in die Masterei. So, jetzt war ja noch irgendwo einer, der hier nicht ausgelagert hatte. Der hier, ne? Genau. Das funktioniert jetzt auch. Ach, hervorragend. Maximum. Dann sind wir auch schon mal draußen. Sehr schön. Einmal zurück hier. Danke. Bin schon mal gespannt, ob ich da nah genug dran komme mit dem Anhänger hinten. Dass er die auch einsammelt, aber ich befürchte mal nicht. Und, hab ich recht. Weiter geht's hier. Die Fläumchen. Weiß gar nicht, haben wir schon wieder Pflaumenzeit? Ich glaube nicht, ne? Ich habe zumindest bei uns noch keine gesehen. Jetzt meine ich, war in der Mosterei alles, mussten wir hier, glaube ich, abladen, ne? Kann das sein? Ich habe jetzt hier einen großen Trigger, wo man hier alles abladen muss. Zucker, Obst, Tomaten. Da war Papier hinten und Paletten. Ich will sie gar nicht mehr. Mal gucken, was haben wir denn hier? Naja.
Ich würde mal sagen, wir laden mal ab und dann gucken wir mal, was passiert. Ach, ich sollte vielleicht auch die Spanngurte lösen. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht, ne? Was, man kann das auch manuell machen, aber bis ich jetzt den Punkt da gefunden habe, ich hätte schneller so gemacht. Jetzt gehen die hier nicht runter, hallo. Mal gucken, wenn ich die jetzt da hinschmeiße. Ah, wunderbar, passt. Oder die auch hier oben nimmt, wie ihr seht. Irgendwie so. Oder auch nicht. Ah, schmeißen wir sie lieber darüber. Ah, jetzt stellt die sich ja klar nicht wieder hin, ist klar. Die auch nicht. Frisches Obst von der Marsch. Sehr schön. Jetzt haben wir mal ein Stück Wigger. Sollen wir den hinteren mal eben abladen? Geh. Und dann so rum sehen wir da besser. So, ich muss ja erstmal U machen, ne? So, dann B und dann Z. Steigen wir auch hier mal wieder aus. Auf jeden Fall ist hier schon mal was gefüllt. Das sieht schon mal gut aus. Speed Player und Paletten durch die Gegend heben. Das ist sowas. Das geht schon mal gar nicht. So, hier ist die nächste. Ach du Schande, ich ahne das ja nicht, ne? Gehen die hier nicht drauf. Ich werde halt. Ah. Mal gucken, wo wir die hier hinbringen müssen. Ach, die kommen dahin. Okay. Bing! Die werden wir jetzt aber hier noch abladen. Und dann werden wir mal eben kurz hier schauen. Genau. So. Das haben wir schon mal.
einmal G. Muss ich das eigentlich darüber schieben können? Jawohl. So. Und Z. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch wunderbar aus. Dann würde ich sagen, hier mal schnell im Büro gucken, ob hier wieder alles paletti ist. Ach. Bis auf Karotten haben wir jetzt wieder alles hier drin. Zuckerleerpalette. Auch ganz gut gefüllt. Und auch hier ist gut gefüllt. Das heißt, zum Wochenstart werden wir dann mal hier erst weiter die Holzstammpaletten hier einladen. Und ja, dann glaube ich, werden wir mal die Mosterei hier mal ein bisschen leer machen und das verkaufen. Jetzt mal gucken, wo. Ja, ich sage danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und euch hier das Video bis zum Ende heute angeschaut habt. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, ein Däumchen in nördlicher Richtung dazulassen. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke hinten oder beziehungsweise den Abo-Button zuerst. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag, einen guten Start morgen in die Woche. Und ich bin raus und ciao.